Ich zum Thema Ein Ot Milvado. Rab sagt, das Thema ist ein zentrales Thema, weil über den Schöpfer gesprochen wird, über seine Einzigartigkeit, darüber, wie sehr diese Kraft eins, einzig und vereinend ist, alles bestimmt, wie sehr wir von dieser Kraft abhängig sind und sie in ihr irren. Dadurch korrigieren wir uns selbst. Auch stellt sich die Frage, worin ist er einzigartig? Was bedeutet Ein Ot Milvado? Es gibt nichts anderes außer ihm. Wieso muss der Mensch klären, dass in sämtlichen Gedanken, Handlungen und Gesprächen er in allem den Schöpfer fühlt und wie er ihn fühlt, auch das bestimmt der Schöpfer. Alle Sachen, die er gegen den Schöpfer spürt, in seiner Gegensätzlichkeit, auch das sind Handlungen des Schöpfers. Kurz gesagt, außer dem Punkt, den er als seine Grundlage finden muss, als Yesh Me'ayin, als etwas aus Nichts. Alles andere ist der Schöpfer. Und wie sehr der Mensch darin Erfolg hat, errichtet er sich dadurch. Er gebiert sich dadurch selbst, entwickelt sich dadurch und entwickelt sich so zur Anhaftung an den Schöpfer, was das Ziel ist. Fangen wir an. Vielleicht werden wir auf dem Weg dieses Thema, dieses große heißt Or Ein Sof. Das heißt, es gab ein Geschöpf, weil wir sprechen über ein Geschöpf, das bestimmt, dass es so war. Das heißt, es befindet sich in diesem Zustand. In der Vergangenheit, in der Spiritualität gibt es keine Zeit, keine Vergangenheit, keine Gegenwart und Zukunft, sondern nur ein Zustand. Und wer das schreibt, also in diesem Fall ist das der Ari, der Yitzchak Luria, der den Baum des Lebens verfasst hat, und er sagt, dass zu Beginn der Schöpfung das höhere Licht die ganze Wirklichkeit ausgefüllt hat. Und die ganze Realität, das ist der Wille zu empfangen, und das Licht, welches der Wille zu geben ist, erfüllt den Willen zu empfangen. Vollkommen, das ist in gänzlicher Herrschaft. Das ist der anfängliche Zustand der Schöpfung. Von unserer Seite ist das natürlich der Endzustand, der auf der anderen Seite von uns ist. Aber zu Beginn der Schöpfung ist das der erste Zustand. Frage. Was bedeutet es, dass das höhere Licht die ganze Wirklichkeit ausfüllt? Wie erlangen wir Menschen, Kabbalisten, diesen Zustand? In welcher Form, in welchen Kelim? Was bedeutet es, dass das Licht die ganze Wirklichkeit ausfüllt? Wie bestimmen wir das in uns und bestimmen das es so war, also dass dadurch die der begehrte Lohn. Ersten Zitat, wo die gesamte, das höhere Licht die gesamte Wirklichkeit ausfüllt, können wir verstehen, dass der Wille zu empfangen entwickelt war und mit dem höheren Licht, oberen Licht gefüllt hat, das ist das, was der Kabbalist erlangt, der das schreibt, dass das obere Licht die gesamte Wirklichkeit erfüllt hat. Und das ist
keinen freien Platz gegeben hat. Das ist eine vollkommen, eine absolute Gleichheit der Form gegeben hat. Zwischen Kli und Licht. Und alles war eine Angleichung in Anhaftung und Identifikation an das, mit dem Licht. Und die Enthüllung des Lichtes im Verlangen war so, dass dieser Zustand von der höheren Kraft, von der oberen Kraft, vom Schöpfer eingerichtet wurde. Im zweiten Zitat sagt er, dass mit einem einzigen Gedanken diese ganze Realität hervorgebracht und geschaffen wurde. Oben und unten zusammen im Endzustand des Endes der Korrektur. Das heißt, das Ende der Korrektur ist so wie zu Beginn. Es gibt keinen Unterschied an Zuständen, keine Veränderung der Zustände, sondern alles ist wie ein Zustand, weil der Schöpfer das so bestimmt und alles getan hat, sondern nur in Bezug zu den Geschöpfen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zu existieren und etwas zu erlangen, gibt es hier Handlungen in den Geschöpfen, damit sie fühlen, dass sie in einem Zustand der, in Zuständen der Verhüllung sind, in Verständnislosigkeit, Erkenntnislosigkeit, und dann durchleben sie alle möglichen Handlungen. Und dann haben sie aus dem heraus, wo sie nur einen Teil der Schöpfung gelangen, nur eine teilweise Anhaftung an den Schöpfer, so haben sie einen Platz der der Anstrengung, wo sie sich anstrengen können, wo sie arbeiten können und dadurch existieren können. Denn ansonsten hätten sie keinerlei Möglichkeit, um zu existieren. Deshalb ist die Arbeit, die Anstrengung, die Erkenntnis, das, was sich in ihnen ereignet, all das ist dazu da, um den Geschöpfen die Möglichkeit zu geben, zu fühlen, dass sie existieren, sich entwickeln und dass von ihnen dieses Ergebnis abhängig ist, dann können sie so eben zur Vollkommenheit, zur Anhaftung gelangen, eben zu all dem, was wir lernen. Das bedeutet, obwohl gleichzeitig in einem Gedanken, im Schöpfungsgedanken, alles abgeschlossen wurde, das heißt, es fängt damit an und hört damit auf, so ist trotzdem in Bezug zu den Geschöpfen, um ihnen einen Platz zu geben, zu existieren und sich zu verbessern und den Schöpfer zu erlangen, so fand eben diese Einschränkung der Zimtzum statt und alle anderen Handlungen, die der Schöpfer speziell für sie eingerichtet hat, um ihnen einen Raum für ihre Existenz zu gewähren. In Ordnung? Gibt es keine Fragen? Dann schön. איך לי יותר מועיל להתייחס למצב הזה כשהוא קיים או שאנחנו צריכים לבנות אותו? Nützlicher sich zu diesem Zustand zu verhalten, dass existiert oder dass wir ihn erst schaffen müssen? Darauf sagt in praktischer Weise? Nein, in praktischer Weise haben wir nur einen Zustand, wo alles existiert, sich nichts verändert, außer in Bezug zum erfassenden Menschen. Was ist dann seine Arbeit? Darauf sagt, seine Arbeit ist, sich selbst zu korrigieren, denn außer der Selbstkorrektur gibt es nichts zu korrigieren. Alles ist vorbereitet. Seine ganze Arbeit liegt darin, sich mit dem Schöpfer zu verbinden und von ihm die Eigenschaften zu erhalten, die ihm fehlen, um den vollkommenen Zustand zu erlangen. רב, שלום. לפני אנחנו מגלים שהאור העליון רב, bevor wir enthüllen, dass das höhere Licht, dass das obere Licht die ganze Wirklichkeit ausfüllt. Was gibt es zuvor?
לפני זה אין כלום, לא מגלים כלום. מגלים את המצב הזה. הרב זק צופו, גיבט אס ניחץ. סליחה, הוא אומר. זאת אומרת, מנפילים נו דיזן צושטנד. לא סגת. Bevor dem Nationen ausgestrahlten Geschöpfe erschaffen wurden. Das heißt, Formen des Willens zu empfangen, die sich offenbart haben. Davor war nur ein Zustand, wo der Wille zu empfangen, der die Wirklichkeit, die Realität heißt, gefüllt war mit dem oberen Licht, wobei dieses höhere obere Licht die ganze Wirklichkeit ausgefüllt hat. Und die Wirklichkeit bestand nur, weil das einfache Licht einfach war und das Verlangen unterdrückt hat. Das ist der anfängliche Zustand, wo man den Willen zu empfangen noch nicht spürt aus diesem Zustand 1. Dann fängt aus dem Willen zu empfangen heraus eine Handlung an. Einschränkungen, Unterscheidungen, bis dieser Wille zu empfangen klarer wird, sich mehr in offenbart, Einschränkung nach Einschränkung, Stufe nach Stufe. Warum? Weil die Natur des Lichtes, welche auf den Willen zu empfangen wirkt, ihn zu einer Handlung erweckt. Das Licht erweckt im Willen zu empfangen die Empfindung des Widerspruches, des Gegensatzes zu dem erfüllenden Licht. Und diese Empfindung des, der Differenz, des Unterschiedes zwischen Willen zu empfangen und dem Licht wird Chisaron genannt. Dann muss der Wille zu empfangen irgendwelche Bewegungen, Handlungen durchführen, um diesen Chisaron auszulöschen bzw. zu erfüllen, zu annullieren. Und dann fängt er an zu arbeiten. Und daraus ergibt sich für uns eben diese Ausbreitung, der Abstieg von diesem höheren Punkt, oberen Punkt bis zum Ende. Dieser Welt. Daraus fragt, was erfüllt meine ganze Wirklichkeit? Ich bin ja nicht im Zustand, wo ich dieses höhere Licht fühle. Was erfüllt meine Wirklichkeit? Rav sagt, du befindest dich in der Welt von Ein Sof. Nichts hat sich verändert, außer deine Empfindung, deine Erkenntnis, deine Wahrnehmung. Sie ist sehr eingeschränkt, sehr niedrig, sehr und lässt dich fühlen von jenem hohen Zustand von Ein Sof verstehen, also nur einen kleinen Teil von ihr verstehen und fühlen. Das ist der Zustand, den du fühlst. Aus. Und dann, wenn du in deinem Zustand eine mangelnde Erfüllung fühlst, einen Mangel an Genuss, Mangel an Erkenntnis und Verständnis, so fängst du an, Handlungen zu machen, um diesen Chisaron zu erfüllen. Und diese Handlungen bemühst du dich nach alle möglichen Handlungen zu machen, bis du nach deiner bitteren Erfahrung erlangst und fühlst, dass du keinen anderen Ausweg hast, außer dich an diese höhere Kraft zu wenden. Sie schafft alles in dir, all deine Empfindungen, einschließlich deines Verständnisses. Und du fühlst, dass du der Erste bist, und du fühlst, dass er der Erste ist und der Letzte ist, und das Letzte, was dir. Und du fängst an zu begreifen, dass du dich nur noch an ihn wenden kannst. Und hier wird dir klar, was du von ihm willst, bis du von ihm richtig bitten kannst, die richtige Bitte. Und du möchtest nur die ganze Schöpfung fühlen, dass sie eins ist, dass sie zu dir gehört. Für sie betest du und sie möchtest du vereinen, um dort einen vollkommenen und dem höheren, dem oberen Licht einen Platz zu geben, sich dort auszubreiten.
дорогой Рав. Вот то, что он пишет. Das, was er hier schreibt, dass die ganze Realität, dass das Licht die ganze Realität fühlt, weist es darauf hin, dass ein Kabbalist, der das offenbart, muss auch in der Eigenschaft des Gebens in Bezug auf die ganze Welt zu sein, um zu fühlen, dass die ganze Welt voller Licht ist. Um in der Eigenschaft des Gebens in Bezug auf die ganze Welt zu sein, der ganze Welt zu sein. Wir beginnen das zu lernen und versuchen, das inwieweit es geht, zu verwirklichen. Und unser ganzes Studio beginnt davon an, dass wir in einer runden Welt sind, in einer Welt sind, und dass es nur eine Seele erschaffen wurde. Nur durch die Kraft des Zerbruchs sehen wir, dass diese Kli, diese ein einziger Kli, der zerbrochen wurde, der zerbrochen ist, der in diversen Wünschen und Kräften existiert. Aber in Wirklichkeit, alles ist eins. Und nach der Weisheit der Kabbalah muss sich dann die ganze Menschheit, die ganze Realität wie eine Ganzheit sehen und die mir und der höheren Kraft gleichzeitig gehört. Wenn ich diesem großen Kli gehöre, von Milliarden an Kleinigkeiten und alle Welten und all das, was existiert, alles insgesamt, das bin ich. Aber das sehe ich nicht in meinem Zerbruch. Ich sehe nicht, dass ich das bin, dass es mir gehört. Aber die Kraft, die das fühlt und belebt, ist der Schöpfer. Und so komme ich zu der vollkommenen Anheftung, meine Anheftung mit dem Schöpfer, weil ich all die Gefäße zur Anheftung bringe und der Schöpfer leuchtet. Blatt. Aber im Großen und Ganzen haben sie geantwortet. Ja, sie sagen ja, dass ein Kabbalist dann der ganze Welt geben muss, um diesen erhabenen Zustand zu erreichen. Er sagt, natürlich, wenn das jetzt in meiner Kraft liege, alle zu verbinden, alle wie Brüder in einem Körper, wie ein Mensch in einem Herzen zu verbinden, dann würde ich das nicht tun. Dann, was hast du dann, was verstehst du dann in diese Schöpfung, wenn du möchtest, dass sie so verbleiben? Möchtest du das gegen den Schöpfer wirken? Aber was hier Ari schreibt, das ist ein sehr noch erhabenerer Zustand als die Schöpfung der Geschöpfe. Wie erreichte er das? Weil es gibt noch keine Geschöpfe. Wem gibt er, um in der Lage zu sein, diesen Zustand zu fühlen, dass noch einen höheren gibt, der noch vor den Geschöpfen gebend ist. Der Kabbalist begreift das von oben nach unten, wenn er beginnt, durch seine Kraft, durch sein Gebet, alle Geschöpfe zu verbinden. Und dann die Welt. Das alles ist in Bezug auf jeden Einzelnen. Jeder Einzelne hat seine Welt und ein Kabbalist offenbart, dass all diese Teile sich korrigieren können nach seiner Wendung an den Schöpfer und so sieht er die Realität. Er verlangt, er betet, er macht alle Handlungen, die er braucht, um in seinem Verstand, in seinem Wunsch all diese Teile zu vereinigen, denn er die Welt sieht. Ich sehe nicht keine Welt, die außerhalb ist, sondern ich sehe diese Welt in meinen Wünschen, in meinen Gedanken, inwiefern sie zerbrochen sind. Dann sieht die Welt so zerstreut und unäußerlich ist. Und inwiefern ich das Ganze auch in einem Gedanken, in einer Neigung, in einem Zug verbinden kann, dann wird die Welt mehr und mehr verbunden mit dem Ziel, mit dem System, mit dieser Formel. Und so komme ich mehr und mehr und mehr zu einer Welt, die zu einem Kli wird. Und
mit einem Licht, das dort wirkt. Und dann verstehe, begreife ich, dass wenn ich dazu gelangt bin, dass das ist der Anfangszustand vor dem Schöpfung, denn es ist nur ein Licht in einem Kli gab. Und dann, um diesem Kli, den der Schöpfer erschaffen hatte, zu offenbaren, zu fühlen, ja, dann kann die Offenbarung der Schöpfung aus diesem entgegengesetzten Zustand geben. Der Schöpfer macht also eine Zensur, Einschränkung, Zerbruch und alle Vorbereitungen für die für Zensur und auch alle Stufen, 125 Stufen, weil so wenn das Licht in Yud-Kevavke, diesen vier Stadien, sich entwickelt, dann so offenbart auch das Geschöpf das Ganze wieder rückwärts und kommt zurück zu vollkommen Havaya, Yud-Kevavke, Havaya. Und so offenbart er das ganze Schöpfung, die ganze Welt, das den Schöpfer. Aber wenn das Geschöpf von Anfang an begreift, dass der Aufbau so ist, weil das Geschöpf das von Kabbalisten lernt und davon lernt, was sie schreiben. Es gibt Sachen, in denen er die er noch nicht so begreifen kann und glaubt nicht so, dann muss er im Glauben über den Verstand gehen, der Mensch, um manche Sachen der Mensch begreift und versteht und kann nachvollziehen. Zum Beispiel, wir können verstehen, nachvollziehen und zustimmen, der was in der Welt der Unendlichkeit gewesen, Olam Sofie Ari für uns erklärt. Dann stellt sich daraus, dass wir dass wir auch jetzt verstehen können, dass die Fürsorge für die ganze Welt gehört jedem Kabbalist. Nun, in der Wirklichkeit, an erster Stelle korrigieren wir die Gefäße des Gebens, also Yashar Kel, Israel, diese Gefäße, und im Nachhinein korrigieren wir die Gefäße des Empfangs, Achab, die Völker der Welt. Aber eigentlich Gmar Tikkun, der Baal Sulam schreibt. Kannst du fragen? Ja, die Frage ist, ich fühle in den Wünschen dieser Welt, also ich fühle die Wünsche dieser Welt, aber keine Wünsche der Freunde. Warum? Ich muss mich ja verbinden, ich muss dann die Wünsche der Freunde fühlen. Rav sagt, weil du das nicht möchtest. Du möchtest das nicht, wofür denn? Wofür musst du dann das fühlen, was deine Freunde denken? Für dich wäre es leichter, sie als auf der unbelebten oder auf der pflanzlichen Stufe wahrzunehmen. Und dann könnte ich sagen, schau mal, meine Freunde entwickeln sich, gestern waren sie so und heute sind sie anders. Du betrachtest sie dann als Pflanzen. Und dann sagst du, nein, sie machen auch diverse Handlungen, solche Bewegungen, diese und jene. Dann, das bedeutet, du betrachtest sie als auf der tierischen Stufe, aber sie an der sprechenden Stufe zu betrachten und so einen Bezug zu ihnen zu entwickeln, dass sie so weit entwickelt sind. Wir haben noch diesen Bezug nicht. Ja, aber darin besteht unsere ganze Arbeit, ihre Wünsche zu führen. Ich sagte, richtig, richtig. Ja, wie kann man dann diese ganze unbelebte pflanzliche, tierische Stufe dann überwinden, um sie auf der menschlichen Stufe wahrzunehmen? Ich sagte, auf der 125. Stufe. Jetzt bist du nicht in der Lage, das zu machen. Du bist nicht in der Lage, im Freund die Kraft des Schöpfers zu sehen. Du kannst den Freund nicht als Schöpfer betrachten, als ob der Schöpfer für dir stehen würde und so handelt. Ja, aber wie beginnen wir im Zähne zu arbeiten? Weil unsere ganze Arbeit ist im Zähne. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Versuche jetzt. Ja, kannst dich jetzt bemühen. Der ganze Rest gehört zu deinen Handlungen. Und jetzt möchtest du, dass ich diese Handlung für dich ausführe. Das kann ich nicht machen. Ja, aber die Arbeit ist, sie wie einen Mensch zu führen, ihre Wünsche zu fühlen. Ich sage sogar noch mehr als das. Als Schöpfer.
Nacht. Das bedeutet, dass ich in irgendeiner Realität befinde. Ich lese das, was die Kabbalisten schreiben, dass es niemanden außer ihm gibt, dass der Schöpfer alles füllt und über die ganze Realität herrscht. Und ich bemühe mich, ich versuche, auch in meinen Anstrengungen, in meiner Vorstellung, mit den Freunden, in meinem Studium, in allem, was ich habe, versuche ich, so zu übernehmen, als ob ich wirklich so wäre, als ob der Schöpfer die ganze Realität füllen würde. Obwohl ich dabei keinen Verstand und kein Herz habe. Aber so versuche ich, die Realität so wahrzunehmen und so einen Bezug zu dieser Realität zu haben. Versuch das, das brauchen wir unbedingt. Wir müssen das tun, dass der Schöpfer alles füllt und über alles herrscht. Und nachdem der Mensch das gemacht hatte, das bedeutet, dass er glaubt. Was ist der Glaube? Ist mir nicht die Realität so wahrnehmen, als ob der Schöpfer tatsächlich so existierte und über alle Teile so herrschen würde. Und nachdem ich genügend Anstrengung unternommen habe, um die Realität so zu betrachten, beginne ich dabei zu offenbaren, dass der Schöpfer in Wirklichkeit in dieser Realität so existiert und offenbaren sich. Und dann sehe ich auch, dass er tatsächlich der Herrscher ist und ich durch meine Anstrengung ihn offenbart habe. Bis wohin? Bis dann die ganze Erde voller seiner Herrlichkeit ist. Hier gibt es dann also die Zeit der Anstrengungen, als ob der Schöpfer alles fühlt und über alles herrscht, einerseits. Von der anderen Seite, dass im Maß seiner Offenbarung habe ich eine ganz andere Arbeit. Darüber werden wir später sprechen, weil wenn ich eine andere Arbeit habe, dann strebe ich nach der Arbeit, die ich dann in meiner Anstrengung und hatte, als ich den Schöpfer noch nicht gefühlt habe, sondern ich war in der permanenten Anstrengung, die Realität so zu betrachten, als ob er da wäre und über alles herrschen würde. Und wenn er das in Wirklichkeit offenbart, dass er alles lenkt und alles und da ist, dann habe ich hier eine umgekehrte Arbeit. Ich verberge dieses Bild in einem Gebot, das heißt, der Moses hat denn alles des Schöpfers verborgen und dann habe ich eine ganz andere Art der Arbeit. Wenn ich tatsächlich verberge, dass der Schöpfer die ganze Realität füllt und ich bin dann über dieses Bild. Ich möchte ihn nicht als der Füllende wahrnehmen. Ich möchte im Glauben verbleiben. Aber das ist später. Lass uns erstmal über eine Hälfte sprechen. Wenn ich jetzt die Realität so betrachten sollte, das ist alles, ob sie, so wie die Kabbalisten sagen, insgesamt voller Schöpfer ist. Seine Anwesenheit, dass er alles erschaffen hat, dass er über alles herrscht und alles. Rav, was bedeutet, dass hinter jedem Freund der Schöpfer steht? Also wenn ich mir dich anschaue, dann muss ich verstehen, dass ich eine Puppe vor mir habe und in ihr existiert der Schöpfer und spielt mit mir durch dich. Ich schreibe dir keine Persönlichkeit oder irgendwelche Handlungen zu oder überhaupt, sondern so, wie der Schöpfer mir eine meiner Eigenschaften
darstellt. Bitte. In diesem Spiel fragt er, wie können wir verstehen, dass, wenn das der Schöpfer ist, dann warum sieht man manchmal Freunde, die sagen, also quasi umgekehrte Sachen sagen, wenn der Schöpfer alles erschaffen hatte und alles. Verstehen Sie, was er sagt? Wie arbeite ich damit, fragt er. Das ist eine andere Frage, wie du damit arbeitest. Wie du siehst, das ist eine Sache und wie du arbeitest, das ist eine zweite Sache. Arbeiten musst du so, als ob das von Schöpfer käme, ausschließlich. Punkt. Vom Schöpfer. Es gibt nichts zu machen. Jede Sache, die mit dir passiert, kommt von, es gibt niemanden außer ihm. Was gibt es ja Neues dazu? Nein, es gibt nichts Neues. Aber wenn es niemanden außer ihm gibt, warum gibt es auch umgekehrte Sachen? Frage ihn, antwortet er. Das sind elementare Sachen. Wir müssen permanent darin sein, existieren. Was wollte ich? Worüber haben wir gesprochen? Was wollte ich denn sagen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Was, Kolmann? Vorher haben wir gesagt, dass in meinem Bezug zum Freund, wenn ich ihn als auf der unbeleffenden Pflanze in tierischer und sprechender Stufe sehe, dann nehme ich an, zum späteren Punkt, dass der Freund einen, die freie Wahl hat. Und jetzt haben Sie uns geantwortet, dass hinter allem der Schöpfer ist. Was bedeutet, dass ich freie Wahl, den Freunden freie Wahl zu schreiben? Ich schreibe den Freunden nicht zu, weil jeder stellt eine Eigenschaft dar, die der Schöpfer will, dass ich die habe, weil ich mit ihm verbinden muss, dass ich sie akzeptieren muss, dass ich sie einschlucken muss. Ich muss sie dann in mir haben. Und dann werde ich einen Parzuf aus Zensferot haben. Er fragt, dann, die Freunde haben keine Freiwahl? Er sagt, da drin ist deine Freiwahl. Asa fragt, es gibt diese Empfindung, wenn Freunde aus der ganzen Welt hierher kommen, das hilft zu sehen, dass es niemanden außer ihm gibt. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt erklären kann, aber es hilft dir wirklich zu sehen, dass eine Hand, eine Kraft gibt, die in der Wirklichkeit handelt. Und Raff sagt, ja, du siehst, dass mehr und mehr Leute kommen, von weiten Entfernungen sprechend, wo sie herkommen, sprechen der Mentalität, der Sprache, sind sie entfernt, aber sie denken wie du, sie sind unter demselben Einfluss wie du. Dadurch deutest du auf einen höheren, von der oben ist, der das alles bestimmt. Jerusalem. Guten Morgen, Raf. Hallo. Ja, guten Morgen. Ist es, kann ich über das Gebot der Wahl, das vorhergehenden Abschnitt sprechen, diese freie Wahl, Raf sagt, ich habe bereits geantwortet über die Wahl. Die Wahl besteht darin, zu versuchen, aus der Verhüllung heraus, und den Schöpfer als König zu krönen. Zu krönen als Schöpfer, derjenige, der alles steuert und bestimmt alles tut, in der Form des Guten, der Gutes tut, Gutes tut ist. Und wenn ich in Verhüllung bin, dann ist das Verhüllung auf den Ursprung der Handlung und die Gedanken. Er ist dort verhüllt. Und die zweite Verhüllung besteht darin, dass verhüllt ist, dass er gut und Gutes tun ist. Und was verhüllt ist, weil es verhüllt ist, deswegen erscheint es mir als schlecht, als böse.
Und so akzeptiere ich das Gute Tuende in Glaube über dem Verstand, dass der Schöpfer nichtsdestotrotz anwesend ist und nichtsdestotrotz gut und Gutes tuend. Und aus meiner Entscheidung heraus, dass ich das festlege, dann möchte ich diese Handlung mir nicht so erscheinen in meinem verdorbenen Verstand und Herzen, sondern ich möchte sehen, wie sie dem korrigierten Menschen erscheinen. Und daraus heraus erhebe ich mich zur Korrektur. Ziehe ich mich heraus zur Korrektur. Also fordere ich vom Schöpfer, lasst mich die Dinge auf die Dinge so in dieser Weise beziehen und die Dinge auf diese Weise sehen. Aber ich beginne damit, dass ich jedes Mal überwinde, das, was ich fühle, das, was ich verstehe und die höhere Kraft, wenn es mir erscheint, dass nicht gut und Gutes tun ist, dann bestimme ich es. Es ist gut, er ist gut und Gutes tun und ich möchte es so akzeptieren und so sehen. Das heißt Glaube über den Verstand. Durch diese Anstrengung kommen wir zur Offenbarung von ihm. So steht es geschrieben. Und so weiter und so fort. Okay, verstanden? Dudi fragt, warum muss der Mensch diese Widersprüche lösen? Warum kann er nicht die Wirklichkeit akzeptieren, wie es ist? Er sagt, ja, natürlich muss er es akzeptieren, aber diese Wirklichkeit ist nichtsdestotrotz sehr seltsam. Es ist es ist fraglich, warum bekomme ich nicht von jedem diese wunderbare Einstellung, die ich bekam, als ich klein war? Sagen wir, so wie unsere Eltern mich versorgt haben mit allem Guten, also sie wollten es. Und warum bekomme ich nicht aus der weiteren Umgebung, wenn ich herausgehe aus meinem Zimmer, vom Zimmer im Hof, von dort auf die Straße, von dort in die Stadt, in die Welt. Warum ist es so, dass so mehr ich mich entferne von meinem Zuhause, wo es mein Bereich und ich mir nahe ist, warum sehe ich nicht dieselbe Einstellung mir gegenüber, wie sie mir von meiner Mutter gegeben wurde? Warum ist das so? Warum hat der Schöpfer das absichtlich so gemacht, so dass es so ist, desto mehr ich mich entferne von meinem Haus, also von meiner Quelle, meinem Ursprung, desto schlechter fühle ich mich, als ob niemand meinen Nutzen, das Gute für mich möchte, niemand möchte mir was geben, selbst sogar umgekehrt, andere Leute wollen mir Schaden zufügen. Warum ist das so? Ist das meine verdorbene Sichtweise oder ist die Natur so? Warum sehe ich diese beiden extremen Einstellungen von Seiten der Natur? Das ist, was er klären möchte und zeigen möchte, dass diese zwei Formen der Natur, wie wir es fühlen, dass das so ist, dass wir sie ergänzen müssen, vollständigen müssen, so wie wir Liebe und Wärme bekommen haben, empfunden haben, als wir Kinder waren. So müssen wir dasselbe empfinden, wenn wir erwachsen sind, unter Bedingung, dass wir das anderen geben. Aber wir müssen die Welt so machen, wie sie in der Obhut der Mutter war. So muss die Welt werden. Und mehr, desto mehr ich wachse, kann ich nicht nur mich begnügen mit Mamas guter Einstellung und mir was Gutes, gute Nahrung zu geben und Essen und Trinken und Kleidung. Sondern so muss ich mich der ganzen Welt gegenüber, muss diese Einstellung haben, die ganze Welt mir gegenüber. Und das möchte er uns hier klären.
dass wir verstehen, wie die Korrektur sein muss aus dem Beispiel, wie wir es im Leben fühlen. Und du sagst, das klingt philosophisch, aber sag, welche Philosophie? Nein, nein, was ich jetzt versuche zu sagen. Also diese, also Mutterschoß zu kommen, das war gut, und dann verändert sich der Zustand, um schlecht zu werden. Und ich sage, nun, du hast keine andere Beispiel. Zeig mir andere Beispiel, dass du geliebt wurdest und dann. Das spielt keine Rolle, sogar was du getan hast. Gib mir ein anderes Beispiel, wo das dieses dargestellt wird. Denn hier beginnst du, hier siehst du Liebe von Anfang an. Und der Schöpfer gibt diese Liebe in die Eltern hinein, diese Liebe gegenüber den Nachkömmlingen. Und so werden sie gesteuert durch diese Liebe des Schöpfers. Und wenn wir heranwachsen, dann müssen wir lernen, wie wir diese Liebeslinie fortsetzen von dieser selben Quelle im Schöpfer und das verbreiten in unserer Umgebung, ganzen Menschheit, aber gegen unser Bewusstsein, unser Verständnis. Dudi, warum akzeptieren wir nicht die Veränderung, wie sie sind? Warum man mit diesem Widerspruch? Warum akzeptieren wir das nicht? Und Rav sagt, weil wir ein Verlangen zum Empfang sind. Wir sind ein Verlangen zu genießen. Und die natürliche Beziehung zwischen uns, die erschaffen wurde vom Schöpfer bezüglich des bösen Triebs, das ist die Schöpfung außerhalb von ihm. Dadurch können wir nur Probleme führen, Schwierigkeiten. Was ist hier unklar? Nochmal beginne ich euch wieder nicht zu verstehen. Also fragt. Aber das sind doch Dinge, die sind offensichtlich. Wir müssen uns in bestmöglichen Weise empfinden und zu fühlen, dass wir umhüllt sind in Liebe und Fürsorge, dass der Mensch nicht an sich denkt, überhaupt nicht mal fühlt, dass er existiert, denn unsere Existenz kommt daher, dass wir uns kümmern müssen um dies und jenes, und darüber muss ich mir nicht mal Gedanken machen müssen. Das ist Gegenteil von Tod, dass jeder sich um mich kümmert und ich kümmere mich um alle anderen. Auf solche Weise steigen wir auf, erheben wir uns auf die... Ich habe es gibt eine Frage von einem französischen Afrikaner. Er stellt eine allgemeine Frage. Was kann man tun? Damit man mehr in der Anheftung arbeitet und das nur für die Freunde. Also was kann man machen, um für die Anheftung mit den Freunden zu arbeiten, zu tun? Das ist das, was wir bis zum Kongress machen. Wir haben jetzt einen ganzen Tag vor uns bis zum kommenden Unterricht und wir haben heute noch Unterrichte für die breiten Massen auf Hebräisch und auf Deutsch. Also auf Hebräisch und auf Russisch. Und wir werden uns bemühen, an der Verbindung zu arbeiten. Artikel lernen, etwas lesen, über etwas sprechen. So sehr, wie es geht, so viel es geht. Und sich darin bemühen, dass die Gruppe mich überzeugt, dass die Verbindung das Ziel ist und meine Seele ist. Und jeder muss sich selber sozusagen eine Hirnwäsche durchführen. Rom, bitteschön. Quanto ricerco la forza dall'alto. Io ho sempre sostenuto che Arava sia un posto dove mi riempie sempre il cuore, mi fa vedere la grandezza degli amici, mi annullo completamente verso gli amici. È questa un po' la ricerca della natura che sto cercando di intraprendere attraverso questo studio. Beim Kongress in Arava verstehe ich, dass man die Kraft der Freunde aufsaugen sollte.
erhält man die Kraft von der Natur, von oben. Rav sagt, wenn wir uns miteinander verbinden und möchten, dass der Schöpfer unter uns weilt, so wie Rav Asch das in den Artikel der schreibt, dann kann jeder